Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Brand News X Daniela Katzenberger Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender ist erhältlich auf der Brand News Homepage, hat 44,90 Euro gekostet und beinhaltet halt Food. Ne? Wir haben hier 25 Kläppchen und er ist so riesig, man sieht die unterste Etage gar nicht, aber es ist halt einfach ein Riesen-Oschi, ne? Und ich würde sagen, wir schauen uns mal das Schätzelein von innen an. Wir starten. Okay, das ist jetzt spektakulär, denn wir scheinen hier nicht nur Food drin zu haben, sondern auch Beauty. Das ist interessant und das passt dann auch zu Daniela Katzenberger erstmal, muss ich gestehen. Ne? Von Shine Professional haben wir die Color Protect Mask mit 50 ml hier drin. Krass, okay, das ist eine Haarmaske, die ist clean, vegan und cruelty free. Ich hatte jetzt mit Food gerechnet. Wer auch? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wer genau jetzt auch genauso überrascht ist wie ich. Geil, da sind sogar so Kärtchen mit drin, wo auch die Preise draufstehen. Yay, das erleichtert mir definitiv das Schneiden. In der Nummer 2 ist noch ein Beauty-Produkt drin. Ist das ein Beauty-Adventskalender oder ein Brand News Food-Adventskalender? Ich bin voll verwirrt. Okay, Repair and Detox Shampoo mit Hanfsamenöl und Avocado. Hier sind 50 ml drin enthalten. Das finde ich klasse. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal da. Und ab und an sind solche kleinen Geschichten auch ganz gut. Verwende ich immer dienstags und freitags, wenn ich eine andere Haarroutine habe. Mega. Okay, in der Nummer 3 haben wir unser, witzig, unser erstes Food-Produkt und das ist eine Spezi, jedenfalls der Sirup davon. Finde ich klasse, verwenden wir nämlich auch, weil wir haben auch einen Soda-Stream von Treetop. Finde ich witzig. Ja, cool, ne? Also, ja, das mag ich. Ich weiß nicht, was Spezi mit Daniela Katzenberger zu tun hat, aber mir gefällt's. Um die 4 rauszunehmen, beziehungsweise das Produkt da drin, muss ich den Adventskalender zerstören, denn das ist alles ein bisschen verrutscht hier. Weiß ich nicht. Das ist definitiv ein Produkt, was ich auch mit Daniela Katzenberger in Verbindung bringen würde. Jedenfalls den Claim da drauf von Messmer Wohlfühlmomente Powerfrau. Hibiskus und Schafgarbe, das ist ein Tee. Leute, das finde ich klasse. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag Tee. Voll mein Ding. In der Nummer 5 haben wir einen Lippi drin und zwar von Be Natural Beeswax Lip Balm und der ist mit Acai. Ja, ein Lippenbalsam. Kann man auf jeden Fall im Winter ganz gut gebrauchen. Ich finde, dass es farblich auch zu dem Daniela Katzenberger Gedönsen passt. Ne? Also ich meine, gut, der Adventskalender ist halt auch sehr schön pink, das passt zu ihr. Und aber auch dieses Lilane, das passt. Ach du Scheiße, zu Nikolaus kriegen wir einfach mal eine komplette Lidschattenpalette von Catrice. Mega geil. Das ist die Vintage Soul Lidschattenpalette, diese Pro Slim Geschichte. Ein relativ neues Produkt. Also das passt dann in dem Sinne zu Brand News, weil brandneu. Das ist echt aus dem neuen Sortiments-Update. Aber es ist halt Beauty, ne? Ich finde es witzig, muss ich wirklich sagen. Und ich finde, durch diese Beauty-Produkte bekommen wir auch diesen Einfluss von Daniela Katzenberger eben zu Brand News. Und deswegen finde ich das klasse. Das ist so geil. In der Nummer 7 haben wir Kati Pudding Schokolade. Wie geil ist das denn? Da haben wir 3 Dinger drin. Ist das alles Schokolade? Ja, alles Pudding Schokolade. Also Schokoladenpudding quasi zum Anrühren. Hammer. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und sie erwacht mit einem weihnachtlichen Produkt. Oh Gott, das war ein so schlechter Reimefluss hier, aber es waren Reime. Thüringer Pflaumenmus von Mühlhäuser. Das ist, ich liebe Pflaumenmus. Oh, das erinnert mich an meine Großeltern, weil die hatten damals auch immer Pflaumenmus zu Hause. Und das gab es dann auch immer auf dem Abendbrottisch, ne? Richtig geil. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Schoketten freuen. Ich mag leider keine dunkle Schokolade, aber es ist nicht schlimm. Zeit für Lebkuchen Limited Edition. Also das ist eine, mit feinem Edelkakao und Lebkuchengeschmack. Passt auf jeden Fall zu dem Adventskalender an sich, bei Weihnachtsmotto. Aber sehr, sehr interessante Geschmackskombi, ey. Wow. Am 10. Dezember gibt es einen Riegel und zwar NYX Crunchy Caramel. Mega. Oh, sowas mag ich. Ich liebe Karamellgeschichten, ne? Das sieht auch sehr ansprechend aus. Auch hier wieder dieses Pinke und Rosane, was für mich persönlich tatsächlich das Daniela Katzenberger Einflussgedönsen widerspiegelt und freue ich mich drüber. Oh, man kriegt diese Türchen übrigens auch nicht so leicht auf hier. Wow, das ist ein kleiner Workout. Auch in der 11 haben wir ein Produkt, wo ich sagen würde, hier sehe ich den Einfluss der Lady, ne? Strawberry Colada ohne Alkohol, beim Niederknien die Körbchen nicht verlieren. Hä?
Okay, ja, also sollte man auf jeden Fall sich dann wahrscheinlich drüber erfreuen, wenn man sich, wenn das zum Niederknien ist. Cocktail Plant Beach Up Your Life. Interessant, wenn es ohne Alkohol ist, dann kann man es jetzt ja theoretisch mal probieren. Ich würde es jetzt mal ein bisschen schütteln, weil ich kann jetzt natürlich nicht alle 24 Sachen, beziehungsweise alle Food-Sachen, die hier drin sind, probieren. Trinke ich jetzt aus der Flasche? Ja, ist ja schon im Glas, ne? Prost. Oh Gott, der ist wirklich super lecker. Moah. Hammer. Halbzeit der Weihnachtszeit. Hier habe ich wieder ein Getränk drin. Capri Sun and Bubbles mit Vitamin C und Himbeere. Prickelnd, fruchtig, lecker. Das werde ich jetzt nicht trinken, weil wenn ich das auftrinke, dann röpse ich euch hier die ganze Zeit einen vor. Das möchte ich ehrlich gesagt ein bisschen vermeiden. Aber finde ich cool. Sind jetzt zwei Getränke nacheinander. Okay, ist ein bisschen, aber trotzdem, wenn jetzt nicht noch direkt ein drittes Getränk kommt, dann ist gut. In der Nummer 13 haben wir wieder einen Tee drin. Ich weiß, dass da viele auf diese Sorte gerade im Winter schwören. Ich mag den nicht so gerne. Strawberry Cheesecake, einmalig süß, ohne Kalorien. Aromatisierter Früchtetee mit Erdbeerkäsekuchen-Aroma. Ist natürlich ein Traum, ne? Also, das ist spektakulär. Ich bin da nicht so ganz so Fan von. In der 14 haben wir was ganz Leckeres drin. Mitsuba Thai Chili Crispies mag ich voll gerne. Inspired by Phuket, Sweet Chili Flavored. Und, oh, die sind so, so lecker. Ich glaube, das ist gepuffter Reis oder sowas, ne? Mag ich unheimlich gerne leiden und essen. Oh, was ist das denn? In der Nummer 15 haben wir was ganz Interessantes von Ibis. Crunchy Fruits. Feine Filo-Teigblätter belegt mit Aprikosen, Haferflocken, Kürbis und Sonnenblumenkern. Lecker, von Hand gemacht. Ja, lecker, lecker. Ein schöner, gesunder Snack zwischendurch, ne? Cool. In der Nummer 16 haben wir No Guilty Sweet Revolution. Hug Me Please Sour Acid. Litchi und Lime Flavor. Oh, lecker. Bio, Organic, Vegan. Also hier haben wir so kleine Kakteen drin. Ich wollte gerade kurz nachdenken, was die ne, Mehrzahl von Kaktus ist. Cool. Hat aber auch dann tatsächlich den Einfluss, meiner Meinung nach, wenn man es ganz krass interpretieren will, von Daniela Katzenberger, weil die ist doch auch irgendwie auf Malle gewesen oder so. Und das ist ja auch eher so südlich und dementsprechend südländische Pflanzen, Kakteen. Man weiß es nicht. Ich bin kein Daniela Katzenberger Ultra-Fan, sodass ich da jetzt nicht groß, ne, viel interpretieren kann. Aber vielleicht so ein bisschen. Geil. In der Nummer 17 haben wir eine Mascara drin. Da habe ich jetzt was von diesem Fusselkram drumherum. Die Essence/Princess Falls/Effekt Mascara finde ich cool. Ne? Also ich weiß, dass viele auch gerne diese Essence/Lash-Princess-Mascaren mögen. Und eine Mascara in einem Adventskalender, wo Beauty mit drin ist, gehört auch mit dazu. Oh, die 18 ist ja interessant. Das ist, oh. Kellogg's Tresor Snacks. Milk Choco. Okay, 120 Gramm. Ich glaube, die kannst du so snacken und da musst du dann gar nicht so unbedingt Milch zumachen, ne? Cool. Und da wir uns ja in der Weihnachtswoche befinden, darf jetzt auch in der 19 mal irgendwie so ein bisschen Sekt nicht fehlen. Wobei hier haben wir die alkoholfreie Variante, was ich geil finde. Light Life 0,0 Sparkling Rosé alkoholfrei. Eigentlich trinke ich ja kein Alkohol. Ich sage bewusst eigentlich, weil manchmal tue ich es dann ja doch. Das ist jetzt nicht, hat nicht irgendwelche tiefgründigen Gründe bei mir. Ich mag es einfach nicht so gerne, später einen Kater zu haben. Aber so einen kleinen alkoholfreien Sekt, den kann man sich auch mal gönnen, ne? Ja, in der 20 haben wir jetzt so einen Klassiker, was wir auch in Food-Adventskalendern öfters drin haben. Das sind diese Jelly Bean Factory, Popper Bean Gedönsen, ne? Also das ja, sind halt Jelly Beans. Ist ganz fancy und witzig und man weiß einfach nie, welchen Geschmack man so erwischt. In der Nummer 21 haben wir sonnengetrocknete Tomate auf drauf lecker von Miracoli. Das ist einfach eine Soße für zwei Portionen. Ja, finde ich klasse. Essen wir öfters mal. So abends mal eben schnell ein paar Nudeln machen und dann kannst du dir ein bisschen Soße drüber geben. Fertig ist die Laube. Finde ich klasse. Die Nummer 23 ist ja eigentlich der Tag vor Heiligabend und hier muss ich ein bisschen schmunzeln, denn den habe ich letztens erst noch selber für ein Tauschpaket gekauft. Also stay tuned, abonniert gerne diesen Kanal, falls du dieses Tauschpaket nicht verpassen möchtest. Spoiler, ist mit einem Mann. Und dem habe ich die hier geschickt. Beauty Sweeties, süße Kronen und das ist auch wohl irgendwie mit Beauty irgendwas mit dabei, sodass man auch noch schöner werden soll. Genau, Biotin ist da noch mit bei, Aloe Vera, Coenzym, Q10 ist da mit drin enthalten. Ne? Also du isst Süßigkeiten und wirst auch noch hübsch dabei und die schmecken lecker. Wunderschön, können wir nun Richtung Heiligabend gehen und da haben wir in der 24 was ganz Cooles drin. Oh, wir haben echt coole Sachen hier drin, Leute, ne?
Nimm zwei rote Früchte. Ja, das sind einfach Bonbons. Finde ich klasse. Ja, finde ich einfach klasse. So Bonbons sind nie weg. Ist jetzt nicht so bombastisch für einen Heiligabend, muss ich sagen. Ne? Also nö, aber trotzdem, ich finde es halt lecker. Deswegen freue ich mich drüber. Aber wir haben ja noch zwei Kläppchen. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung hier. Und können wir mal kurz drüber reden, dass ich den 23. Dezember einfach mal vergessen habe? Ist auch schön, ne? Da haben wir nämlich hier von Red Bull Sugar Free, belebt Geist und Körper, einfach mal einen Energy Drink drin. Das passt tatsächlich auch, ne? Weil Weihnachten ist ja auch so ein bisschen alles ein bisschen wuseliger, auch bei uns. Wir sind beide, mein Freund und ich, Scheidungskinder. Und Weihnachten geht die Party halt hart ab. Da musst du von A nach B und hin und her. Und da kommt ein Red Bull zwischendurch echt mal ganz gut. Am ersten Weihnachtstag, dem 25. Dezember, haben wir einfach mal einen Blush von Catrice drin. Richtig cool. Glistening Pink ist die Farbe und das ist so eine Blushbox. Und die sind ja echt gut, ne? Von der Haltbarkeit und so weiter. Also, geil. Ja, und am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir einfach mal ein Paket Nudeln drin, ne? Drei Glockengenuss pur, reiner Hartweizen, reines Quellwasser, sonst nichts. Und das sind Spiralen, 500 Gramm. Was soll ich dazu sagen? Ist super. Kann man auf jeden Fall richtig gut gebrauchen. Genauso wie alle Produkte hier in dem Adventskalender. Da war kein Schmuh drin. Ich finde, durch die Beauty-Produkte ist halt auch diese ganze Geschichte mit Daniela Katzenberger hier mit reingebracht worden. Auch mit diesen Beauty-Sweeties und so. Also ich finde schon, dass das nicht so rüberkommt wie jetzt bei anderen Adventskalendern, wo Influencer beteiligt sind, dass einfach nur das Gesicht mit abgedruckt worden ist oder der Name drauf geschrieben wurde, sondern ich persönlich habe hier schon das Gefühl, dass sie da auch bei der Auswahl schon mit dran beteiligt gewesen ist oder sich jemand bei Brand News halt ganz arg Gedanken gemacht hat, was zu ihr passen könnte. Und das gefällt mir. Das ist schon eine Empfehlung, Leute. Wirklich. Wir werden ja auch einen schönen Warenwert haben. Und ja, mir hat's gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!